Abi 2021, Teil mit Hilfsmittel die Analysisaufgabe. Wir haben eine E-Funktion gegeben. Und haben praktisch gegeben, Schnittpunkt mit der Y-Achse, Schnittpunkt mit der X-Achse und sollen das bestätigen. Also, dann geht's los. Schnittpunkt mit der Y-Achse, für X erstmal die 0 einsetzen. Hier eine 0, da eine 0. E hoch 0, das muss man halt wissen, ergibt 1. Also hier haben wir minus 1 plus 4 ergibt 3 und dann haben wir schon bestätigt, 0-3 passt also. Schnittpunkt mit der X-Achse. Da, bevor ihr jetzt den Funktionsterm gleich 0 setzt und eine Gleichung löst, ist sehr viel schlauer, dass ihr einfach den gegebenen x-Wert einsetzt und dann erwartet, dass 0 rauskommt. Ja? Also hier oben für das x das ln4 einsetzen und dann wird es wahrscheinlich vom Rechnen her schwierig. Ihr werdet es wahrscheinlich in Taschenrechner eingeben, dann habt ihr das Problem nicht. Ja? Da muss man halt sozusagen rechnerisch sehen, dass man sozusagen diese zwei Exponenten sozusagen übereinander schreiben kann. Ne? Sowas wie 2 hoch 3 mal 4 ist ja das gleiche wie 2 hoch 3 hoch 4. Ja? Ein Potenzgesetz. Potenzen werden potenziert. Und wenn ich das nämlich tue, dann kann ich ausnutzen, dass e hoch ln4 wiederum 4 ergibt. Ja, ich vermute jetzt einfach mal, dass ihr das einfach in den Taschenrechner reinhaut, dann kommt 0 raus und alles ist gut. Ja, das hier ist sozusagen halt die ganz genaue Lösung. Okay. Aufgabe 1.2. Hier sollen wir erstmal die Ableitung bestätigen und dann den Extrempunkt bestimmen. Also dann tun wir das doch einfach. Den Funktionsterm ableiten. Also hier e hoch 2x und dann kommt mit der Kettenregel die 2 runter. Und die Ableitung von 4 e hoch x ist 4 e hoch x. Und dann könnte man einfach eben 2 e hoch x ausklammern. Dann bleibt von dem zweiten Summand die 4 übrig und von dem ersten Summand einfach minus x. Und dann haben wir schon den Ableitungsterm gegeben, den die Aufgabe sagt. Passt also. Da noch die zweite Ableitung bilden. Nochmal einfach die gleiche Sache nochmal. Die 2 wird abgeleitet, kommt runter. Dann wird es hier zu der 4 mit dieser 2. Und die 4 e hoch x bleibt gleich. Bedingung für die Extremstelle, Hochtiefpunkt, f' gleich 0. Dann setzt ihr natürlich diesen schon ausgeklammerten Funktionsterm gleich 0, weil ihr könnt dann direkt den Satz vom Nullprodukt anwenden. Entweder wird der Faktor 0 oder der Faktor 0. E hoch x kann nicht 0 werden, deswegen haben wir hier keine Lösung. Und hier haben wir die Lösung ln2. Bei x gleich ln2 liegt also ein Extrempunkt vor. Setzt mal in die zweite Ableitung ein, um zu klären, welche Art von Extrempunkt. Also zweite Ableitung hier für das x die ln2 einsetzen. Genau, hier ist wieder die ganz genaue Lösung, die rechnerische. Ihr werdet es in Taschenrechner reinklopfen, kriegt raus minus 8, kleiner 0, also Hochpunkt. Und dann nochmal den y-Wert berechnen, setzt eine 2 ein, kommt 4 raus. Also wir haben also den Hochpunkt ln2-4. Okay, dann eine Runde zeichnen. Ja, solche Punkte müsst ihr euch natürlich holen. Wichtig ist hier, ich würde auf jeden Fall das dann in eurem WTR in den Taschenrechner eingeben, dass ihr genug Punkte habt. Wenn ich das als Mathelehrer dann kontrolliere, dann schaue ich natürlich, die besonderen Punkte müssen passen, 0-3 oder hier diese Nullstelle oder die Hochpunkt muss passen und dann hier noch ein paar Punkte einzeichnen und dann durchschwingen und dann passt es. Ja, okay, also das Schaubild sieht so aus. Dann Aufgabe 1.4. Prüfen Sie, ob die Aussage weist, der Inhalt der Fläche, die von K mit den Koordinatenachsen im ersten Quadranten einschließt, also praktisch einfach Integral von 0 bis zur Nullstelle, ist das Doppelte des Mittelwertes von f auf dem Intervall. Okay, die Aufgabe kann man relativ schnell lösen, ohne dass ihr wirklich was rechnen müsst. Also Fläche von A mit den Koordinatenachsen. Diese Fläche ist hier gemeint. Hier, ich schraffiere mal sozusagen. Wie rechne ich die? Dann logisch von 0 bis ln4 integrieren. ln4 ist die Nullstelle. Siehe ganz oben. Ja, einfach so hinschreiben. Ihr müsst jetzt hier gar nicht weiterrechnen. Wartet mal kurz ab. Ihr müsst gar nicht weiterrechnen. Wenn ihr weiterrechnet, da kommt 4,5 raus. Braucht man gar nicht. So. Zweite Sache, Mittelwert von f auf dem Intervall 0 bis 4. Mittelwert solltet ihr einfach die Formel kennen, 1 durch rechte minus linke Grenze mal Integral.
Und wenn er das jetzt tut, guck mal, dann haben wir wieder das genau das gleiche Integral. Integral von 0 bis ln 4. Na, das heißt, nur hier vorne ist halt noch ein Vorfaktor 1 durch b minus a, also 1 durch ln 4 minus 0. So, und ohne das jetzt auszurechnen, sehe ich doch, dass der Wert entspricht dem. Und wenn hier jetzt irgendeine Zahl rauskommt, zum Beispiel 4,5, kommt hier halt eben raus 4,5 durch ln 4. Und wenn ich das jetzt ausrechne, dann, was die Aussage behauptet ja, dass es, glaube ich, das Doppelte sein soll oder sowas. Ja, das Doppelte. Aber wenn ich jetzt irgendeinen Wert nehme, zum Beispiel 4,5 für das Integral, dann kommt halt beim Mittelwert 3,246 raus. Also es ist nie und nimmer das Doppelte. Das ist sozusagen das ln4-fache, das 1,386-fache. Ja, insofern stimmt die Aussage nicht. Wenn ihr, falls ihr jetzt das Integral komplett ausgerechnet habt, zweimal, ja, dann kommt ihr sowieso dahin, aber man kann die Aufgabe auch lösen, ohne das Integral wirklich auszurechnen. Okay? So, Aufgabe 1.5. Die Gerade y gleich c, das ist natürlich eine Gerade, y gleich 4, y gleich 5, das ist einfach so eine waagrechte Gerade. Schneidet das Schaubild in zwei Punkten. In zwei Punkten, wir sollen alle möglichen Werte für c angeben. Okay. So. Wenn ihr jetzt so verschiedene, in Gedanken verschiedene Geraden durchlegt, hier haben wir ein Schnittpunkt, ein Schnittpunkt, ein Schnittpunkt, zwei Schnittpunkte, zwei Schnittpunkte, zwei Schnittpunkte, zwei Schnittpunkte, ein Schnittpunkt hier ganz oben und keine Schnittpunkte. Das heißt, mögliche Werte sind zwischen y gleich 3 und y gleich ein bisschen größer wie 0. Ne? Wichtig, eigentlich habe ich natürlich auch zwei Schnittpunkte, wenn ich hier oben schneide, aber der eine Schnittpunkt soll ja links der y-Achse sein und der andere rechts. Deswegen die hier, die eingezeichnete, ist die Obergrenze. Okay? So. Und jetzt 1.5.2. Es gilt nun c gleich 1. Zeigen Sie, dass die y-Achse die Strecke PQ halbiert. Okay, also schaut es euch an. Bei y gleich 1 erstmal grafisch gesehen. Ist hier schon eingezeichnet. Ihr seht hier schon, dass es passt. Ne? Guck mal. Diese Strecke hier von hier nach hier, da ist genau das hier die Hälfte. Das heißt sozusagen, wenn ich jetzt den Schnitt bilde von der Gerade und der Kurve, dann sollte hier sowas rauskommen wie minus 1,3 und dann hier ganz genau plus 1,3. Na, dann passt es doch. Also gleichsetzen kriegt man, glaube ich, noch hin. Gleichung ein bisschen umstellen, sozusagen alles nach rechts bringen, dann habt ihr diese Gleichung. Dann muss man einfach wissen, wie man so eine Gleichung löst. Das ist sozusagen eine quadratische Gleichung mit e. Das ist ein Fall für die Substitution. Einfach sozusagen e hoch x durch u ersetzen. Das heißt, statt dem e hoch x, da steht hier ein u. Und statt dem e hoch 2x, e hoch 2x ist ja sozusagen e hoch x mal e hoch x, also u Quadrat. Das heißt, nach dieser Ersetzung habe ich diese Gleichung. Die Gleichung löse ich mit der ABC oder PQ-Formel. Ganz normal, das gehe ich jetzt nicht drauf ein, das könnt ihr mit Sicherheit. Ja, also ganz normal einsetzen, dann habt ihr hier einmal die Lösung U1 2 minus Wurzel 3 und einmal 2 plus Wurzel 3. Ihr könntet jetzt auch mit Komma-Werten rechnen, das passt auch. Und dann wird natürlich wieder zurückersetzt. Das U war ja eigentlich e hoch x. Das heißt, statt diesem U setze ich jetzt wieder e hoch x gleich. Also habe ich e hoch x gleich 2 minus Wurzel 3. Ziehe noch den ln sozusagen und habe dann die erste Lösung. Und bei dem rechten hier mache ich genau das Gleiche. Und dann, wenn ihr euch die Werte anguckt, die müsst ihr gar nicht in den Taschenrechner eingeben. Ln von 2 minus Wurzel 3 und ln von plus 2 Wurzel 3, das ist ja die gleiche Zahl. Einmal als Minus, einmal als Plus. Und damit sind die x-Werte sozusagen von der Zahl her gleich, nur anderes Vorzeichen. Und damit ist die Mitte genau auf der y-Achse. Letzte Aufgabe, 1.6, abstrakte Aufgabe.
ihr habt eine neue Funktion gegeben. Die setzt sich zunächst mal aus unserer hier zusammen. Und zwar so, dass sie einmal dem Funktionsterm von unserer entspricht, plus dem Funktionsterm von unserer, wenn ich statt dem x ein minus x schreibe. So, und wir sollen die Symmetrie von der neuen Funktion dann uns überlegen. Okay, man sollte halt zwei Sachen wissen. Ihr wisst, Symmetrie zur y-Achse hat eben die Bedingung g von minus x gleich g von x und Symmetrie zum Ursprung g von minus x gleich minus g von x. Das sind Dinge, die man wissen sollte, steht auch in der Merkhilfe drin. So, und wenn ich jetzt unsere Funktion mir anschaue, g von x sieht so aus. Und dann gucke ich mir mal, wie denn g von minus x aussieht. Das heißt, überall da, wo ein x steht, schreibe ich jetzt ein minus x. Hier einmal minus x und hier einmal minus x. Und dann kann ich hier noch ein bisschen rechnen. F von minus minus x gibt f von x. Und dann seht ihr, eigentlich g von x, der Term, g von minus x, der Term, genau das gleiche. Und wenn die Funktion für positive und für negative gleich große x-Werte denselben Term hat, haben wir eine Symmetrie zur y-Achse.